Unsere Mittendrin-Reportage spielt heute tatsächlich mittendrin in Deutschland, in der Mitte dieses Landes. Und sie würdigt Menschen, deren Verdienst es ist, mittelalterliche Städte wie diese vor dem Verfall zu retten. Sie sind Handwerker, denn mit ihren bloßen Händen bringen sie alte Baukunst neu zum Strahlen. Und zwar mit Techniken, die andernorts schon seit Jahrhunderten ausgestorben sind. Die Denkmalretter von Quedlinburg in Sachsen-Anhalt machen eine so wertvolle Arbeit, dass ihnen Matthias Koch nun selbst ein Denkmal errichtet. Die richtige Mörtelmischung macht's. Aber am Ende des ersten Lehrjahres weiß Kira, was zu tun ist. Die 20-Jährige macht mit ihrem Kollegen Paul eine Stuckateurlehre in der Bauhütte Quedlinburg. Heute stellen sie Gesimsprofile für die Fassade einer Villa her. Was sagen die Freunde über diesen seltenen Beruf? Stolz sind sie. Also Familie ist auf jeden Fall stolz und die Freunde sagen halt auch so, es ist halt was, was nicht jeder kann, was nicht jeder macht. Ist ja auch ein Beruf, der, sag ich mal, nicht so häufig vertreten ist. Also sind natürlich alle begeistert. Meister Sigi ist seit vielen Jahren Stuckateur mit Leib und Seele. Er hat schon viele Lehrlinge kommen und gehen sehen. Meistens bricht so ein Azubi ja mal so nach 3 Monaten ein und sagt so, aber hier ist es definitiv nicht so. Ja, erstens sind sie zu Hause und zweitens sind sie bei uns. Da sind sie schon mal im sicheren Hafen. Dirk Rothe ist der Chef der Bauhütte. Der gelernte Maurer hat das Unternehmen 2008 gegründet und Spezialisten geworben. Seine 40 Leute restaurieren Denkmalobjekte in ganz Deutschland. Stuckateure, Maurer und Steinmetze. Rico bearbeitet einen großen Brocken. Er wird einmal ein Stück des Obelisken am Schloss Sanssouci in Potsdam. Ein Steinmetz muss schwere Arbeit mit Feingefühl kombinieren. Es ist nicht leicht, dafür Nachwuchs zu finden. Wir hatten dieses Jahr einen, aber er hat sich das wahrscheinlich doch etwas anders vorgestellt. Noch ein bisschen so romantischer, dass man wirklich viel nur mit der Hand und alles sowas. Denn es geht auch darum, dass so ein Teil irgendwann auch mal fertig wird. Verträge müssen eingehalten werden und das geht nur mit Maschinen. Aber die Azubis müssen lernen, mit der Hand zu arbeiten, wie Felix nebenan. Er arbeitet an seinem Gesellenstück, im Herbst ist Prüfung. Das ist schon mühsamer als mit der Maschine, aber zur Prüfung ist es gefordert, rein von Hand zu arbeiten, deshalb mache ich das jetzt. Die Azubis müssen aber auch raus auf die Baustellen, wie zu dieser alten Villa in Quedlinburg. Nach 140 Jahren nagt der Zahn der Zeit überall. Hier treffen wir die Stuckateure wieder. Sigi zeigt uns, wo das Problem liegt. Wir haben jetzt hier nur noch Sand. Ja, man sieht es hier und das ist für mich kein tragfähiger, für uns kein tragfähiger Untergrund mehr. Und da haben wir mit dem Bauherrn beschlossen, dass wir alles neu machen. Das heißt, der Putz muss runter und nicht nur das. Für die gesamte Front müssen Dutzende Stuckleisten neu geschaffen werden. Meterware, die Paul und Kira in der Bauhütte vorgefertigt haben. Jetzt werden die Stücke eingepasst. Kira hat sich ein Kapitel vorgenommen. Davon soll ein Abdruck mit Silikon gemacht werden, um dann eine neue Form gießen zu können. Doch vorher musste sie die alten Farbschichten abkratzen. Mühsam. Ja, aber es lohnt sich. Weil es lohnt sich für das Ergebnis und mir macht sowas wirklich Spaß. Und das ist halt wirklich nie eintönig. Man hat eine neue Baustelle, man hat halt eine neue Aufgabe auf der Baustelle. Man sieht immer wieder andere Ecken. Schön. Bis Herbst soll die Fassade fertig sein, auf einer von 25 Baustellen. Das Plakat an der Villa zeigt, auf was die Leute von der Bauhütte Quedlinburg besonders stolz sind, die Ambrosiuskirche in Magdeburg. Seit 7 Jahren wird sie saniert, ein Millionenprojekt. Hier sind derzeit die Steinmetze gefragt. Felix hat ein Stück für das Rosettenfenster aus Stein gehauen, so wie seine Vorgänger vor 145 Jahren. Wenn man es jetzt reparieren darf und eben den Alten damit ein bisschen eine Ehre erweisen kann, klar, ist wie gesagt, gibt halt viele Faszinationen, so, die das Ganze ausmachen mit dem Steinmetz. Ja. Auch für Dirk Rothe gehören Handwerk und Geschichte zusammen. Und das hat sich auch bei dieser Kirche gezeigt. Hier sind so viele Besonderheiten dran, ja, was wir im ersten Jahr nicht wussten. Das wussten wir dann vielleicht im zweiten, manches sogar erst im vierten Jahr. Aber nun haben wir faktisch schon alles durchgespielt. Ja. Jetzt haben wir natürlich diesen riesen Erfahrungsschatz hier. Und der zahlt sich aus. Zum Ende des Jahres soll die Ambrosiuskirche fertig sein. Doch die Auftragsbücher für neue Projekte sind schon voll, nicht nur in der Mitte Deutschlands.